Bert aus der Kanalisation von Las Vegas zieht nach Argentinien wegen eines Jobs und lernt Solidarität. Norbert Nelte für eine basisdemokratische Räterepublik. Reale Fiktion. Mit 10.000 Menschen wohnt Bert Bert, Deutsch Bert mit dem Schwert, in den Tunneln von Las Vegas, Link 1. Er sucht einen besseren Platz für seine Kartoffeln, weil er bei seinem jetzigen Standort das letzte Mal überfallen wurde. Sein Freund Ronald in der Oberstadt riet ihn davon ab, in den Ruinen der Pueblo-Indianer im Canyon zu leben. Da würden schon zu viele Touristen und Parkranger das verhindern. Aber Ron erzählte von Detroit. Da wohnen ganze Gruppen in den Bauruinen und halten sich einen Garten dazwischen. Das fand Bert fantastisch. Packte seine Kartoffeln für unterwegs und sein Schwert ein und machte sich zur Autobahn auf. Nun wollen wir Berts Reisebericht folgen. Berts Reisebericht. Ich spitze wie eine Dampfmaschine. Und gerade heute sind fast Autos nur mit Kind und Kegel und dem ganzen Hausrat unterwegs. Wohl auch ausgeflogen aus ihren Häusern. Die haben es am besten von uns Obdachlosen. Wir hatten es auch noch ganz gut mit unserer Kanalisation. Aber 12 Millionen wohnen schon in den Zeltstädten rings um Amerikas Millionenstädte. Ich freue mich schon auf Detroit. Aber da schießen Gangsterbanden, Tontauben schießen auf die Passanten in den Bezirken, wo die Bullen sich nicht mehr hingetrauen. Echt gefährlich. Aber ich habe dafür extra mein Schwert mitgenommen. Ah, da hält schon einer und winkt mir. 17.07.2015. Zwei Tage später. Der Bursche hat mich doch bis Ohio mitgenommen. Echt cool. Ich bin 2 Stunden später in Detroit angekommen und fand gleich eine prima Truppe, denen ich mich angeschlossen habe. Da hinten im 3. Stock von dem hinteren Haus haben Joe, Gretchen, John, Jimmy, Bob und Pedro sich das gemütlich gemacht. Und gleich daneben, mitten in dieser mobilen Landschaft, Kartoffeln, Tomaten und Bohnen angepflanzt. Echt Luxus. Und sogar ein alter Brunnen ist im Garten. Aber schade. In 3 Tagen, am Samstag, will Pedro nach Argentinien fliegen. Er hat dort einen Job in einer selbstverwalteten Karrefabrik bekommen. Faszinpad nennt sich sie. Fabrik ohne Boss. Na, wenn das mal funktioniert. Gestern war ich in der Stadt. Die Kaffeehauskellnerin Jana erzählte mir, dass die Stadt einmal 1,9 Millionen Einwohner hatte und jetzt wohnen da nur noch 900.000. 80% Schwarze und damit Arme, wie meine Wohnkumpels. Also beim Rückweg sollte ich mich vor den Gangstern vorsehen. Ich deutete auf mein Schwert, wobei sie sagte, das wird dir auch nicht helfen. Der Rückweg war ganz schön haarig. Die Kugeln pfiffen mir um den Kopf. Ist das jeden Tag hier so? Ich glaube, ich flieg doch besser mit Pedro mit. Faszinpatz hätte noch ein paar Jobs. Ja, das passt alles. Flugkarte habe ich noch bekommen. Habe ich mir von Pedro geliehen. Dein Schwert lässt du besser hier, meinte Pedro. Du brauchst das jetzt nicht mehr. Du siehst aus wie ein Latino. Wir geben dich als Argentinier in der 3. Generation aus, der kein Spanisch mehr kann.
Du heißt jetzt Alfredo. Das hilft vielleicht bei dem Job. Also, ich bin jetzt der Alfredo. Mit Pedro kam auch seine Freundin mit und ihre Schwester. Das ist ja die Kaffeehauskellnerin Jana. Wir haben alle herzlich darüber gelacht, wie klein doch jetzt Detroit ist. Ich erzählte von der Kanalisation Las Vegas und Jana von den schlimmen Erlebnissen in China. Wir verabreden uns noch für den nächsten Samstag zum Tango tanzen lernen. Da war der Flieger schon in Buenos Aires gelandet. Jetzt noch den Anschlussflug nach Neuquén. Mit einer Viertelmillion Einwohnern die größte Stadt in Patagonien. Zum Schluss haben sich Chana und ich ineinander verliebt und alles Weitere ist nichts mehr für dieses Tagebuch. Den Job bei Fassingbatte habe ich noch bekommen, in der Verpackung. Die waren nur 270 Leute nach der Besetzung 2001, nachdem die Selbstverwaltung gerichtlich anerkannt wurde, wollen sie noch 200 einstellen. Das scheint ja doch zu klappen. Fühle dich wie zu Hause. Wir können das sagen, denn die Firma gehört jetzt uns, empfing mich Adolfo. Er sitzt dort mit im Sprecherrat und war bei der Besetzung mit im Streikrat. Er sagte, 60.000 Kollegen arbeiten jetzt schon in den selbstverwalteten Betrieben in Argentinien. Jede Woche haben wir Betriebsversammlung. Am Montag. Vergiss das bitte nicht. Die Firma gehört jetzt auch dir. Ich genoss abends bei einem Spaziergang durch die City, am Stadion vorbei und am St. Martins-Denkmal die schöne Abendsonne. Ich fühle mich in einem fremden Land, das erste Mal in meinem Leben, ganz wie zu Hause. Ich bin jetzt nicht nur Fabrikbesitzer, die ganze Stadt gehört mir, das ganze Land, die ganze Welt. Mein Patagonien, das hier ist eine vollkommen andere Welt. Ich fühle mich wie neugeboren. Die kämpfen hier echt gemeinsam für ein gutes Leben. Nicht mehr jeder einzeln, wie ich das in Amerika mit meinem Schwert gemacht habe. Prima, dass ich jetzt hier zu Hause bin. Am Montag war Betriebsversammlung. Wir haben die heute im Hof gemacht. Raul, der erste Vorsitzende vom Sprecherrat, trug erstmal vor, was alles demnächst politisch ansteht für die Firma. Dabei ging es um eine große Demonstration für die Anerkennung der Selbstverwaltung der Druckerei Donelli. Dann natürlich der Generalstreik gegen die Strom- und Gaserhöhungen des Präsidenten Maurice Marquez. Jeder einzelne Punkt wurde abgestimmt, ob wir da mitmachen wollen. Demos bin ich natürlich dabei. Dann sprach Adolfo über den Ofen in der Keramik. Der muss zur Reparatur. Das kostet vielleicht 30.000 Peso. Bei jeder Diskussion wird abgestimmt und der Sprecherrat muss sich daran halten. Es gab noch eine lange Diskussion um die Lohnfrage. Ihr verdient all das Gleiche, von den Putzleuten bis zum Sprecherrat, in allen selbstverwalteten Betrieben in Argentinien. Und das ist auch gut so. Aber es stellt sich die Frage, ob man nicht besser wegen der Riesenbetriebe mit 5.000 Kollegen auf gleiches Geld für gleiche Arbeit die Forderung umstellen soll. Wobei der Unterschied hier nur von 80 bis 120% gehen soll. Mehr nicht.
Zurück in der Verpackung ging ich nochmal wegen dem Gewerkschaftsbeitritt nach nebenan in die Qualitätskontrolle, wo Adolfo arbeitet. Er erzählte mir noch, dass er am Anfang das schwer fand, ohne Chef zu arbeiten. Wir arbeiten jetzt für uns. Am Anfang war es schwer. Wir waren es nicht gewohnt, ohne einen Chef an unserer Seite zu arbeiten. Aber mit der Zeit, da ging es immer besser und wir wurden immer sicherer. Wir haben gemerkt, dass wir eigentlich schon immer die Chefs waren, dass wir das Wissen haben. Das größte Problem ist der Kopf. Die Gedanken, die Hürden, die man im Kopf hat. Aber sobald man merkt, dass man es auch alleine schaffen kann, dass alles in unserer Hand liegt, ist es wunderbar. Das verändert alles. Man wird kreativ und alles wird viel einfacher. Sagt Raul, der auch gerade zufällig mit Adolfo die Demotermine absprechen wollte. Die Arbeit in der Verpackung macht mir gleich doppelt so viel Spaß. Und alles ging wie von selbst. Wie von allein. Ich kannte bisher nur die Welt des Verfalls. Und nun bin ich in der Welt des kollektiven Aufbaus. Weiter mit Bird aus der Unterstadt in Las Vegas. Nummer 4 von 4 Teilen. Er lebt in Argentinien eine basisdemokratische neue Welt des Aufbaus. Tagebuchaufzeichnungen vom 2.5.2025.